So, weiter geht's heute mit dem nächsten Ligaspiel. Spieltag Nummer 11 steht an und der Gegner heißt Hamburger SV. So, Goldwald ist weg. Für eine halbe Million wechselt der. Dann haben wir den nächsten bisschen Kohle in die Hand genommen. Ja, wie gesagt, mal gucken, was kommt. Wenn er, vielleicht kommt irgendwann ein reicher Investor. Ich sag mal 200 Millionen, nehme ich. Hau ich euch in die Kasse. Aber mal schauen, was in der Winterpause passiert. Es sind jetzt noch 7 Spiele. Oh, nichts Angebot. Transferangebot. Flower Watch. Was? Freigabe. Moment. 1,65 Millionen. Annehmen. Halt. Das ist jetzt nicht meins. Warte mal. Ja, ich werde den Vertrag verlängern. Weil, wenn ich ehrlich bin, bevor ich da irgendwie jetzt noch ein Talent verliere, der sich eigentlich da hinten komplett festgespielt hat bei mir hinten auf der Rechtsverteidigerposition. Das möchte ich einfach nur kurz unter Dach und Fach bringen. Ich möchte diesen nicht behalten, mein Freund. So. Gegenangebot. Ich möchte gerne mindestens. Wie lange hat denn der noch Vertrag? Okay, er möchte nur ein Jahr. Dann machen wir das so. Ich will die Freigabe so raus, aber nicht den Scheiß. Gegenangebot. Ich möchte die Freigabe so mal rausnehmen. Okay, perfekt. Dann hat er das nämlich auch weg. So, wir nehmen das Angebot an und dann ist das Thema nämlich erledigt. Puh, hau ab von mir. Lass mich in Ruhe. So, die große Frage, was passiert jetzt? Geht der tatsächlich jetzt nach Cardiff oder bleibt er? Wenn er jetzt nach Cardiff geht, das ist jetzt gerade mal so ein kleiner Transferschock. Weil wenn ich ehrlich bin, den behalte ich gerne, den Jungen. Und ich bin auch kein Fan von diesen. Kein Fan von diesen eigenen Transfers, sondern einem eigenen Kader, weil dann kommen Spieler, wenn ich 2 Millionen für den jetzt absoluten Stammspieler, den ich ehrlich gesagt gerne behalten will. Ja, gut, das ist immer so. Ernsthaft? Das zählt nicht? Ja, egal, komm, scheiß drauf. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ja, nächster Gegner, wie gesagt, der HSV. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Und da wollen wir natürlich heute anknüpfen. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Hamburger SV. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. So, gleich geht's los. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So,
So, gleich geht's los in der zweiten, im ersten Spiel. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Hm. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. So, gleich geht's los. Schalke 04 hat die Begegnung mit dem nächsten Spiel. Also Hamburg war, klar, die sind momentan ein bisschen eher nicht so gut drauf, verlieren momentan sehr viele Spiele. Und das wollen wir so ein bisschen nutzen, weil bei uns geht's nämlich gerade wieder so ein bisschen bergauf, nach 3 sieglosen Spielen in Folge, mit den Niederlagen in Augsburg gegen RB und dem Unentschieden gegen Dortmund davor. Aber ja, im Frankfurt-Spiel, wo wir das 6-1 gewonnen haben, läuft's wieder so ein bisschen. Wichtig, dass sie da klären. Gut, es war dieses unnötige Unentschieden gegen Mainz 05. Aber jetzt egal. Jetzt ist Hamburg. Abwehr hat aufgepasst. Will Rose. Der auf Tempo geht, jetzt gegen Onana, der weg ist. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ah, er kann klären. Erstmal ist geklärt, der Ball. Richter. Gute Aktion jetzt. Und Puck weg. Vorne jetzt die Becker. Der ein Angebot hat aus Cardiff, aus England, nach dem Motto, wir wollen nicht um ihn haben. Und nur 1,65 Millionen ist dieser Freigabeklausel, die aber das Angebot liegt auf dem Tisch der Schalker. Die wollen ihn unbedingt behalten und dementsprechend auch dann ohne Ausstiegsklausel um ein Jahr. Hauptsache er bleibt, weil ich will ihn gerne behalten. Aber mal gucken. Will heute direkt den nächsten Erfolg nach dem Auswärtssieg, als man auf den ersten FC Köln brach. Ja. Dieses überzeugende 3:0 wird natürlich einiges an Selbstvertrauen verleihen. Ich denke, das geht so weiter und sie gewinnen erneut. Also, Abschluss ist erfolgt. Mal gucken, was. Andrea Molenko. Wie es läuft. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Oh, Latza, ja, ja, war aber kein Foul, kein Foul. Oh, der war bitter, Latza. Und das haben sie sich selber reingehauen. 0-1, der Spielstand Winzheimer mit dem 1-0 für den HSV. Ja, und das Ding geht auch zu 100% auf Latza. Den hat er da richtig schön. So, nochmal die Wiederholung, die Szene. Scheiße, Mann. Ja. Sie sind jetzt also in Führung. Ja, mal gucken, wie die Zeit jetzt läuft. Also Hamburg macht es echt gut, auch was das Taktische betrifft. Wirklich. Kommen wir dann die Schalke nicht hinterher. Das ist Marco Richter. Und wieder kommt keiner mit auf der Außenbahn. Andrea Molenko. Ah, ja, Molenko, der mit Tempo geht. Ex Dortmund da jetzt. Und dann macht Latza sein Ding wieder gut. Seinen absoluten Fehler da wieder gut. Richtig. Marco Richter. Der kommt nicht gut durch, der Ball. Lalario. Der, von dem wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Das war auch gegen Köln nicht der Fall.
Da wurde er nämlich auch nicht gesehen. Alario. Das ist die erste Chance von ihm. Genau das ist es halt. Deswegen haben sie ihn geholt, weil der einer ist, wer da auch immer gar nicht 90 Minuten überhaupt nicht zu sehen ist, dass er trotzdem immer noch so doch nochmal Gold richtig steht. Lucas Alario. 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 Freistoß. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Ah, der Freischuss kommt, aber das ist kein Problem für die Keeper. Also, zur Pause 0-1 hinzulegen, ist alles andere als gut. Es ist eher kontraproduktiv. Aber wir müssen gucken, die zweite Halbzeit ist ja noch da. Leistner. Benedetto. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Ball kommt. Latza. Gomilanski. Vielleicht lässt sie noch laufen, er ist doch durch da unten. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz besonders in so einem engen Spiel. Chance absolut gleich für beide. Schalke 04 hat die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. Jetzt ist der Platz da. So. Ja, 0-1. Da muss mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Durch den eigenen Fehler das Tor verursacht. Mal gucken. Der Rosen. Da trennt er ihn vom Ball. Ach. Lucas Alario. Der hat gut dazwischen weg. Ja, der hätte besser kommen müssen, der Ball. Die Idee war schon die richtige irgendwo, aber das Umsetzen war. Guck, was jetzt in der zweiten Halbzeit noch passiert. Das nächste Spiel steht an. Kobylanski. In der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. In Hoffenheim. Da dürfte uns doch einiges geboten werden. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt erstmal den HSV hier irgendwie noch in die Knie zwingen. Leistner. Aber sie machen es gut, muss gleich man sagen. Sie machen. Hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Dario Benedetto. Sehr gut gelöst halt. Angriff früher ab, sehr gut. Guter Pass. Ball ist gut gespielt, der auf die Außenbahn. Unten ganz weit hinten am zweiten Pfosten steht De Rosun. De Rosun. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Tolles Deck. Und jetzt leistet sich der HSV da mal einen Fehler hinten drin. Lario! Oh Mann! Kurze Erinnerung an den nächsten Gegner des HSV, Buschi. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Bundesligaspiel. Und wir schauen mal, das ist eine Partie, die eine Menge in Beton. Opoku, der jetzt gut vorbeigeht an dem Schalker Verteidiger. Spielt den Ball. Und Becker mit dem Fuß dazwischen. Eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Ich glaube, das 2-0 wäre jetzt noch eine. Ja, schöner Ball. Weg. Alfredo Morales. Geht dazwischen und hat den Ball. Wieder der. Da verlieren sie den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, es kommt aber gerade momentan nicht mehr. Binsheimer, der Torschütze. Ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ich kriege aber gerade auch keinen Zugriff da drauf auf die Position, auf die Situation, auf die. Einwurf jetzt, haben sie sich gut erkämpft. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Ja.
Javairo Dilrosun. Da hat er die Chance. Latte! Mannefresse! Hat er ein Glück da noch? Ich kriege aber auch gerade keinen Zugriff auf diese Position da rein. Ne? Ich kann gerade echt nichts machen. Ich muss jetzt natürlich voll offensiv gehen. Er zieht alle drei Optionen auf. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja sonst nichts. Wie sich ihr Spiel dadurch verändert. Der pfeift mit in Angriff. Ja, ja, gibt der Elfmeter, aber lass doch Vorteil laufen. Der ist doch frei durch. Der ist doch frei durch da unten. Ja, es ist ein Foul, aber das kannst du später noch irgendwas machen, wenn die Situation nicht weg ist. Weil der Latzer, der braucht ihn nur einzuschieben. Das Tor ist frei. Da kriegst du das eben jetzt gut geschrieben, weil das hätte er mich ja vorher machen können, das Tor. Weil er nämlich den Elfmeter nicht gepfiffen hat, sondern die Angriffe weiterlaufen lässt, steht das eh vorher 1-1. Aber Dani Latza macht seinen Fehler wieder gut und macht erstmal den Ausgleichstreffer. Da sehen wir diesen Strafstoß nochmal. Ja, er ahnt, für welche Ecke sich der Torhüter entscheiden wird. Verlädt ihn. Gut gemacht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. 10 Minuten noch, ja. Steht 1-1 aktuell. Lass uns aber mal schnell auf das nächste Spiel schauen. Ah, fuck. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt 1899 Hoffenheim. Und da muss dann definitiv mehr kommen, sonst wird es nichts mit einem Erfolgserlebnis. Packen Sie hier noch das Tor. Jetzt der Angriff, der nichts angegriffen auf Krüger. Jetzt darf rein, genau in diese Lücke rein. Kurt Turcho. Das könnte sein. Das ist nicht wahr. So eine Chance darfst du nicht liegen. Der kriegt den nicht ins Tor, oder? Da hast du die. Der war halbherzig. Scheiße, Mann. Aber egal. Es ist halt jetzt. Na, ist wahrscheinlich durch. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Gallardo jetzt nochmal mit dem ganz viel Power außen gegen Becker. Dario Benedetto. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Was machst du? Wenn sie aus dieser Ecke. Das ist, dann ist es durch. Dann ist es nicht nur ein Punkt gegen HSV. Das wäre eigentlich mehr drin gewesen. Wenn der irgendwie noch läuft. Und dann ist Feierabend. 1-1. Aus meiner Sicht auch ein gerechtes Endergebnis. Naja, ah, doch, ja. Ja, irgendwo trotz doch. Weniger Ballbesitz holen sie hier ein Unentschieden. Ja, der Gegner hat aus der Überlegenheit nicht genug Kapital schlagen können und damit geht das Ergebnis dann in Ordnung. Hm. Vor allem, ich habe mir das Tor selber reingeballert. Da hinten, ne, das wäre möglich mehr drin gewesen. Oh, ein schwebender Ball. Naja. Nur unentschieden. Das ist der Fehler von Latzer. Der sein Tor, der auch seine Situation wieder gut gemacht hat mit dem Elfmeter-Treffer. Ja, es ist schade, schade, schade. Es wäre mir, wäre vom Papier her drin gewesen, aber ich kam nicht in diese Partie rein. Aber ich ehrlich bin, ich hatte so 2-3 Situationen, echt, die Kutucu das Ding, 88. Minute, der hat das Ding eigentlich versenken müssen. Und dann steht es am Ende 2-1 und dann ist das egal, eh egal. Aber es ist halt ein Unentschieden. Timo Becker, jawohl. Transfersumme ist nicht bezahlt, der Vertrag ist verlängert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns wieder und dann heißt der nächste Gegner Hoffenheim.